herzlich willkommen zurück zu Crystal Project, einem Spiel, das ich sehr mag, das ich nicht aufhören kann zu spielen. Ich schenke mir jetzt hier noch ein bisschen Nice-Tee ein und lasse meine Flasche fallen. Und dann gehen wir bei Folge 9 in den nächsten Dungeon, in dem wir vermutlich... die nächste Klasse finden werden. Oder halt nicht. Let's go! Das war's! Ganz schön tief. Okay. Clown. Kunststil. Fuck. Scan. 3350 Leben. Das kriegen wir hin. Enemy Info. Kriegt weniger HP-Prozent Damage. Takes more Fire Damage, takes less Thunder Damage. Das ist doch was, was ich gerne höre. Aber trotzdem, als erstes Bio. Erstes für den kleinen Batzen Heal. Außerdem wird das Ding gleich ein Thunderbolt casten. Und Thunderbolt ist ja Magic Damage. Wenn ich aber jetzt mit Bio den Magic Damage von dem Ding runtersetze, was ich nicht kann, weil das Ding als nächstes dran ist. Ah ne, das Ding fängt gleich an zu casten. Dann schieße ich mein Bio-Debuff-Teil und dann ist gut. Okay, dann... haunt ich den jetzt mal. Bam, Bio. 89 Damage, ist eigentlich voll okay. Du klaust jetzt mal von dem bitte. Ein Chopper, okay, nehme ich. Wir machen Refresh auf Alice, dass die wieder ein bisschen Mana regeneriert. Du hast immer noch Aggro. Ah, und bist aber fatigued. Dann mach doch mal deine Debuffs weg. Du hast den Gegner gedebufft, der macht jetzt gleich Physical Damage. Das ist okay für mich. Mach doch einfach normalen Feuer-Damage, nicht wahr? Ja, ist okay. Oh mein Gott, Konter. Schöner Damage. Feuer-Damage hinterher. Gestohlen haben wir. Rupture muss ich mir erst zusammen verdienen. Generates no threat. Was macht das Ding als nächstes? Es castet wieder was. Ist aber auch nicht mehr gedebufft. So, jetzt ist es vergiftet. Macht nicht so viel Damage. Hält auch nur eine Runde, ist mir aber egal. Wir werden nicht drum rumkommen. Wir machen jetzt Regen, weil der dann 15% heilt. Und ich glaube, 15% ist mehr, als wir an Heal machen können. Außerdem ist es ja länger. Und jetzt kriegt er ja Magic Damage. Das heißt, nächste Runde wird die Spinne wahrscheinlich wieder physischen Damage machen. Und dann schmeiße ich meinen Armor Buff rauf. Und dann sollte das okay sein. Vermöbel den mal. Sehr gut. Au. Ist okay. Das ist ein Impale Weapon Skill. Ja. Okay, dann ist genau, was ich meinte. Dann haben wir ja Zeit, magischen Schaden zu machen. Wir müssen das alles smart spielen. Wenn das Ding jetzt... wenn ich noch eine Runde warte, kann ich Rupture machen. Wenn ich jetzt ihm aber die Augen aussteche... ich glaube, es ist besser zu warten. Damage ist jetzt nicht sagenhaft groß, weil unsere Waffe einfach nicht mehr so geil ist. Aber wenn ich jetzt Protect auf den Dulran mache, dann kriegt der weniger Damage. Und ist trotzdem tot. Fuck! Ich habe nicht gesehen, dass die Spinne vorher dran ist. Ich kann gar keine Items benutzen, fällt mir gerade ein im Kampf. Das heißt, der ist jetzt einfach tot. Das ist ein großes Problem. Ich glaube, wir wipen jetzt. Ja, gut, dann wird es jetzt Zeit zu rushen.
Das macht fast 100 Damage mehr. Das ist es dann wohl. Du machst Rupture. Macht zwar Bleed Damage, aber es ist zumindest ein bisschen extra Damage. Wir müssen nur bursten. Noch ein bisschen Blaze hinterher. Für noch mehr Dot. Zack, 220 Dot Damage. 220 Dot Damage pro Runde ist aber ziemlich gut trotzdem. Wir können jetzt nichts weiter machen. Wir werden nicht treffen, weil wir ein bisschen Bedrohung haben. Jetzt habe ich auch noch verfehlt. Das ist ja ätzend. Also ich habe normal angegriffen, habe trotzdem verfehlt. Was tut der? Reverse Polarity. Apply Buff for one turn or damage taken or heal taken. Damage taken heals and healing received damage. Okay, das heißt, wenn er dran ist, dann castet er den Buff auf sich, dass wenn er Damage kriegt, sich heilt. Wenn er Heilung bekommen würde, würde er Damage kriegen. Okay. Interessant. Kann ich den wegbursten? 300. Mach ich lieber das hier. Jetzt ist die Frage, kriege ich den jetzt geburstet? Wie viel Damage macht das? 86 plus Poison. Let's go, Crit! Schade. Feuer. Nice, jetzt das nochmal drauf. So, jetzt kannst du den... Das ist ein bisschen doof. So, wenn ich ihn jetzt heile, dann kriegt er Damage, nicht wahr? Ajo. Das ist aber ein bisschen kacke, weil das ist das Einzige, was ich machen kann. Ah, jetzt ist der Buff weg. Ah, okay. Das war also nur einmal. Okay, okay, okay. Feuer. Wir haben gewonnen. Stich ihn ab! Gib ihm! Am Crit! Yay! Yes. Schade um Dulran. Wir müssen Revive lernen bei unserem Red Mage. Ich meine bei unserem Warlock heißt der hier. Ah, tut mir leid. Noch eine Tincture Pouch, das ist schön. Und recht gut Money. Lernen. Unser Shaman hat schon lange nichts mehr gelernt. Ich bräuchte 1, 2, 3, 4, nee, 3, 6, 9 Skillpunkte in Warlock, um das hier zu lernen. Das wäre halt natürlich ultra gut für sie, ne? Naja, das gehen wir erstmal beim Schamanen weiter. Lifesteal 100% ist mir egal, weil sie macht sowieso so viel Damage, dass sie sich meistens gut heilt. Und dafür, sie soll ja auch gar keinen Damage kriegen. Aber du kannst halt damit einen richtig guten Battle-Mage-Tank spielen. Das ist eigentlich ganz geil. So ein Vampir-Todesritter, der mit Schwert und Schild rumrennt oder mit zwei Händen, Leute zerhackt und wenn er Damage kriegt, dann healt er sich selbst, indem er Drain benutzt und sich heilt. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, längere Debuffs interessiert mich nicht. Sleepen ist ganz nice. Also das erstmal ganz nice. Power Down. Jeweils stärkere Versionen mit anderen Effekten. Boah, wenn wir Double Cast hätten, ne? Ich glaube, alles wird unser reiner Mage. Also alles, was Mage irgendwie hat, hat sie dann. Und wenn wir dann Warlock mit reinnehmen, dann kann sie zum Beispiel als Wizard zweimal AOE casten. Oder wenn ich gerade Schamane bin, dann kann ich halt bei Bossen übelst zudotten. Das macht zwar jetzt nicht den krassesten Damage, weil die ja weniger prozentualen Damage kriegen, aber boah, wird das awesome. Ja, skill ich beides. Was ist das hier? Inflict Debuff for 3 turns. Multitarget
Poison. Nice. Okay. Dulran, du bist gerade tot, aber das wirst du ja nicht mehr lange sein. Healing per Turn, plus 30%. Das ist natürlich gut. Das kannst du auch mal skillen. Skill einfach alles. Wir skillen einfach alles. Das ist so gut, ne? Das ist einfach so gut. Wir skillen jetzt beim Warlock, bei Jago erstmal alles fertig. Und dann überlege ich mir, was ich reinnehme. Ja, so machen wir's. Bin mir noch nicht ganz sicher, was es wird, aber mal gucken. Wird sich eh alles öfter mal umstellen. So, Taylor, was kann ich mit dir machen? Sleep. Attempts to escape the battle. Stance change. Does not use the turn. Always evade multi-targets physical attacks when you are not the attacker's top threat. Okay, also wenn jemand AOE't mit einem physical attack, dodge ich den Punkt. Dafür sind meine normalen Verteidigungswerte halt auf 50% gesenkt. Was in einem Bossfight aber nicht so schlimm ist, weil dann wird Taylor eh nicht angegriffen, im besten Fall. Use when critically damaged. Pocket Sand. Sneak Attack. Generates no threat. Achso, das ist das gleiche, was hier, genau. Deal 20% more physical damage. Yes! Also, wenn ich halt keine Agro habe. Okay, that is gut. Jetzt müssen wir nur mal ganz kurz hier in die Items gehen. Und den Phoenix Juice benutzen. Und dann mal die ganzen Tonics chuggen. Wie ein richtig Wahnsinniger. Okay. Ich hätte doch einfach hoch. Nee, da kann ich ja gar nicht speichern. Also speichern kann ich schon, aber nicht heilen. Null. Passives, da muss ich hin. Hat sie drin? Brawler? Achso, hat er schon drin. Ist ja der Innate Passive vom Monk, dass er mit Stärke skaliert bei waffenlosen Angriffen. Regenerator, jetzt regeneriert er HP und Mana, wenn der Kampf beginnt. Das ist natürlich auch nice. Backstabber und Dagger können wir sowieso schon equippen, aber wir machen jetzt 20% mehr Damage mit Taylor, wenn sie wenig Aggro hat. Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Kristall! Oh mein Gott, das ist eine Ente! Die Gelehrtenklasse benutzt Monstermagie. Die Möglichkeit, wie Gelehrte oder Scholar eben Monstermagie lernen, ist anders als bei anderen Klassen. Ah, ein Blue Mage aus Final Fantasy. Also im Prinzip, wenn ich den Spell benutze, Monster Magic lernen, wenn ich ein Monster sehe, dann kann ich deren Spells lernen. Try learning some Monster Magic from enemies on this mountain. Versuche ein paar Spells von Monstern hier zu lernen. Und die haben ein paar nützliche Zauber hier. Okay, jetzt wissen wir natürlich, was wir hier bekommen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe nicht aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die Ente mit mir reden kann. Jetzt haben wir nur das Problem, dass halt Blue Mages gar nicht mein Ding sind. Crystal Spotter. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind bereit für die Trials. Ich bin der Meistergelehrte. Komm zu mir zurück, wenn du deinen Wert als Scholar bewiesen hast. Okay. Wird natürlich sofort markiert. Wir gucken uns das natürlich mal an. Fähigkeiten kostet 20% weniger Mana. Der ist ja sehr durchschnittlich, was alle seine Spells angeht. Learn Monster Magic by seeing an enemy use it. Okay. Und was hat er dann aber noch im Skill Tree? Müssen wir uns mal angucken. Ability. Nee. Lernen. Oh, okay. Learn Monster Magic by seeing an enemy use it even while you're not a scholar. Das heißt, wenn ich das benutze oder wenn ich das lerne, dann kann ich auch Monstermagie erlernen, wenn ich kein Scholar bin. Also kann ich meine Klasse dann wechseln. Das ist wahrscheinlich die ganze
Magie, die man lernen kann. Das sind also 4, 8, 12, 16, 20 Spells. Und wenn man das lernt, kann man jederzeit ein Buch equipen, auch wenn man nicht ein Scholar ist. Interesting. Weiß ich nicht. Alles bleibt auf jeden Fall jetzt erstmal shamen. Wir können ja mit Jergo mal ein bisschen Scholar machen. Überzeugt mich jetzt halt nicht so unbedingt. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Dann nehmen wir Fencer raus und nehmen dafür Mixed Magic mit rein. Wenigstens kann ich meine normalen Waffen hier noch weiter benutzen, was mir allerdings nichts bringt. Vielleicht dann lieber das Buch für den Mana? Nehmen wir das Buch. Und dann nimmst du das hier. Und hier ist noch 15 Mind drauf, dann nimmst du das noch. Wird wohl okay sein. Schätze ich. Wir haben eine neue Klasse freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall nice. Ich komme aber gar nicht mehr raus, oder? Wie komme ich hier raus, ist die Frage. Ah, das unten zählt nicht als Speicherpunkt. Okay. Hep. Haha. Ja, jetzt müssen wir nur noch ein paar Monster finden und dann... Mist. Und dann prügeln wir die und dann lernen wir deren Spells. Ich meine, das ist an sich eigentlich schon... Also es ist cool. Es ist cool. Können wir nicht anders sagen. Es ist einfach cool, dass es das hier gibt. Und auch, dass sich damals der... die schlauen Menschen von Final Fantasy, von Square Enix... Da geht's tatsächlich runter. Oh oh. Nee, davor habe ich gerade Angst. Ich will erstmal hier in meinem Safe Space bleiben. Dass sich die schlauen Menschen von Final Fantasy das ausgedacht haben, ist natürlich auch genial, ne? Muss man einfach mal sagen. Aber! Wie gesagt, das Problem ist halt, das ist nicht mein Style. Das heißt, wir werden es nicht lange machen. Außer ich verlieb mich da jetzt rein. Würde allerdings wahrscheinlich nicht passieren. Ah! Bringt mir auch nichts, okay. Nur, dass ihr da schon mal gewarnt seid. Aber ihr könnt das Spiel ja jederzeit auch spielen. Das kostet, glaube ich, 15 Euro, 20 Euro oder so. Und ich bin jetzt schon absolut zufrieden. Und ich bin auch nicht mal durch. Oh. Oh. Okay. Okay. Ich weiß immer nicht, ob ich hier lang soll, kann, darf oder ob das einfach nur... Na, ist nix. Okay. Habe ich noch was ich da oben erkunden kann? Wo geht's lang? Ich weiß es nicht. Also mal im Ernst, das Lied könnte ich mir den ganzen Tag anhören, ne? Oh, schaffe ich nicht, okay. Gut, dann gehen wir mal in den gruseligen Overpass. Rote Flammen. Nicht mal orange. Lake Delandel. Nicht mal orange, sondern einfach straight up rot. Der wird ja hier nicht hochkommen. Wir können ja mal hier oben gucken. Vielleicht finden wir ja eine richtig overpowerte Waffe. Hi! Summoner Level 50 Earth Guardian. Only a summoner may challenge the deity of Earth. Okay. Das ist gut zu wissen. Aber kann ich noch gar nicht markieren, ne? Weil ich habe ja keine... ich habe keine... Goddammit, ich habe ja keine Dingens. Keine Karte. Bringt mir gar... Oh, eine Ausrüstungstruhe. Bloatshoes. Evade all Earth Elemental Abilities. Only one can be equipped at a time. Ich kann nur ein paar Schuhe tragen. Das ist aber weird. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Sind aber auf jeden Fall extrem gut.
Ich habe mir gedacht, sobald ich eine rote Flamme sehe, die nah an mir dran ist, gehe ich wieder weg. Okay, das Problem ist, jetzt sind die halt keine Monster. Mist. Aber da unten bei der Klippe, wo wir herkamen, sind bestimmt noch Monster. Da sind Monster. Fight mich! Ich lerne deine Spells, du Sau! Clown! Ah ja, stimmt, die haben ja nur Müll. Monster Magic habe ich nicht. Nickman, ja, mach halt mal. Ich weiß es nicht. Refresh auf dich. Ah, nee, hast du ja schon drauf. Mach doch mal. Ja, mach doch mal das da. Bam! So, wir haben noch kein. Gift. Wir haben noch kein. Kein AOE. Ist, was ich sagen möchte. Nimm doch mal die Akku von dem, auch wenn der wahrscheinlich sowieso nur heilen wird. Boom, Baby! Nein! Ah, das ist. Hey, MP-Sickle gelernt. Oh, das ist natürlich ziemlich gut, ne? Und Barrier gelernt. Und Sunbath gelernt. Ach, man lernt die einfach. Punkt. Ach so, ja, das ist natürlich ziemlich nice. Das ist in der Tat ziemlich nice. Bam. Drop the. Backstep mal den da hinten. Sehr nice. Multi-Target Magic. Au, E-Heal. Das können wir jetzt einfach auf jemanden casten. Das ist auch ziemlich sick. Das macht 19 MP. Also MP-Raub ist natürlich schon geil. Jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt zurückwechsel auf Warlock mit Scholar zusammen. Das ist ja Crit, by the way. Ah, keine Ahnung. Kann ich dann. Komm, jetzt röste die mal. Achso, denn. Dadurch heilen die? Was? Nee, ich heile. Ja, komm, baller einfach deine MP-Rüste. Oh mein Gott. Also, wenn ich auf Warlock zurückwechsel und als Subclass Scholar nehme, kann ich dann trotzdem die Monstermagie benutzen. Wahrscheinlich. Dann hätte ich jetzt einen MP-Regen in jeder Zeit vorhandenen. Aber. Ne? Ist ja, wie gesagt, jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch gleich wieder rausnehmen. Wie gesagt, wenn ihr dann halt manche Klassen. Ich werde mal alle Klassen ausprobieren. Nach möglich. Also. Auch das will ich nicht versprechen. Weil es wird einfach so Klassen geben, die mich nicht interessieren. So Fancer zum Beispiel werde ich jetzt mit reinnehmen, einfach weil es gut zum Red Mage passt. Warlock, meine Güte. Aber. Wo zum Geier bin ich? Ach, hier bin ich. Hallo, Dan. Lange nicht gesehen. Der wird hier gern schlafen. Ja, wir werden schon unser Ding jetzt finden. Ne, wir machen einfach. Wir spielen einfach das Spiel. Einfach das Spiel spielen. Nicht jetzt irgendwie was hier, ne? Mache oder tun oder sagen, sondern einfach spielen. Einfach Spaß haben. Einfach mal ein bisschen Spaß haben. Acht. Na, das wird zu teuer. So, dein Stew. Kann ich immer noch nicht machen, weil ich immer noch keinen Secret Meat habe. Bisschen ätzend. Was mit dir? Okay. Wir change wieder zurück. Ich war nämlich eigentlich sehr zufrieden damit. Vielleicht wird ja Jergo irgendwann ein Kampfmagier oder ein Lifestyle-Magier, der Todesritter. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Es wird sich alles so nach und nach zeigen, je nachdem, welche Klassen wir noch finden, welche Subclasses wir noch finden. Dann werde ich einfach ein bisschen ausprobieren. Und dann werden wir nach und nach halt absolut awesome. Also nicht so, dass wir es jetzt nicht schon wären, aber ihr versteht schon, was ich meine. 8 MP. Sind 8 MP noch geil? Und irgendwie, ne? Hm.
Okay. Zur Trial. Genau, zur Trial wollten wir. Da müssen wir jetzt nur wieder hinlatschen. Das könnte ein Stück dauern, deswegen schneide ich das einfach raus. Wir sind hier! Murmeltier! Safe! Ja, aber sehr gerne! Okay, und rauf. Ach, guck mal da. Ah! Fuck. Dieses Chloe-Mädchen da ist ziemlich nervig. So, jetzt haben wir die ganze Gang von denen zusammen. Du musst mindestens 3 Kristalle gefunden haben, um hier reinzukommen. Ha? Ah, ich sehe, du hast 3 Kristalle gefunden. Naja, dann bist du wahrscheinlich es wert und würdig, da reinzugehen. Ah! En garde! What do you mean? En garde! En garde! En garde! En garde! En garde! Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum der so ein Arsch ist. Aber scheinbar ist das die Prüfung. Der macht jetzt nicht wirklich krassen Damage. Wir machen mal das hier. Zack, Poison. Mein Rücken! Okay, war nur ein Witz, du kannst rein. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und erfahren wir auch erst in der nächsten Folge. Daumen nach oben. Ciao.